Moin Moin Brothers Sisters, mein Name ist Lelly6 und heute bin ich das erste Mal auf Teste dich unterwegs. Normalerweise glaube ich war noch nie auf der Seite oder habe ein Video über die Seite gemacht. Glaube ich jedenfalls, ich weiß es gerade nicht, wirklich nicht. Jedenfalls habe ich auf Teste dich zwei Quiz oder Quizzes gefunden über mich. Oh Gott, das hört sich so mies arrogant an. Und die schauen wir uns heute mal gemeinsam an. Das erste heißt, wie gut kennst du Snily Snyles? Wie ist Snilys richtiger Name? Ibrahim? Marcette, Michael, Paul oder Usain? Ehrlich gesagt finde ich Usain ein kleines bisschen rassistisch. Nur weil Usain Bolt auch eine etwas andere Farbe hat, heißt das nicht, dass ich Usain heiße, okay? Aber das Witzige daran ist, da ist keine Antwort richtig. Keine einzige. Aber ich denke mal, Marcette wäre schon das, was am nächsten rankommt. Von daher kreuzen wir das an. Weil ich heiße nicht Ibrahim. Auf zur nächsten Frage. Und die nächste Frage lautet, seit wann ist Snily auf YouTube aktiv? Oh Gott, das weiß ich ja selber nicht. Seit 4.9.2015, seit 13.16.2015. Ich glaube sogar, es war der 13.6. Ich denke mal, es war genau in der Mitte des Jahres. Von daher war es irgendwas mit dem 6. Von daher kreuze ich das mal an. Nächste Frage. Hat Snily Geschwister? Ja, ich habe Geschwister. Ich bin Afrikaner. Jeder Afrikaner hat Geschwister. Kindergeld gut? Ja, zwei kleine Brüder. Mehr als zwei. Die nächste Antwort ist nein. Danach kommt ja einen kleinen Bruder und danach ja eine kleine Schwester. Also das Problem ist gerade wirklich, ich habe eine kleine Schwester. Ich habe mehr als zwei kleine Brüder und mehr als zwei ältere Brüder. Von daher weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, was er als Antwort hören möchte. Aber ich glaube, ich würde auf ja einen kleinen Bruder gehen. Weil bisher habe ich nur von einem Bruder erzählt, aber der ist älter als ich. Aber trotzdem gehe ich mal auf ja einen kleinen Bruder. Ich denke mal, das möchte er wirklich von mir hören. Nächste Frage. Mit welchem YouTuber macht Snily die meisten seiner Videos? Debitor Let's Play, Danny Burnage, Solution Plays, Danny Jesten oder Gronk? Da muss ich überlegen. Nein, natürlich mit Danny. Ich glaube, ich habe bisher nur Let's Plays mit Danny gemacht. Obwohl, nein. Eins habe ich mit Mr. Adi gemacht, aber sonst habe ich wirklich nur Videos mit Danny gemacht. Und mit Keysjoe, aber da war Danny immer dabei. Von daher kreuzen wir das an und gehen zur nächsten Frage. Ich glaube, wir sind gerade relativ gut dabei. Welches Spiel spielt Snily am meisten? Shellshock. Da müssen wir gar nicht überlegen. Es tut mir leid. Nächste Frage. Wie würdest du Snily beschreiben? Ein wenig älter, ganz ruhig und bescheiden. Ach du. Hat keinen Plan vom Leben, isst zu viel. Okay. Bisschen gemein? Rassistisch aus Spaß, lustig, muskulös und farbig. Okay. Etwas kräftig, blond und kein Humor. Sind das blonde Haare? Ich denke, das sind keine blonden Haare. Das sind eher gar keine Haare. Aber er möchte wahrscheinlich das dritte von mir hören, obwohl es ein kleines bisschen eigenlobend ist, wenn ich sage muskulös. Aber das steht da, yo. Von daher kreuzen wir es auch an. Rassistisch aus Spaß, lustig, muskulös und farbig. Nächste Frage. Welche Art von Videos macht Snily hauptsächlich? Gaming. Beauty-Videos würden mir aber auch ziemlich hart stehen. Also, wenn ihr mal ein Make-up-Tutorial haben möchtet, sagt nur Bescheid. Dann könnt ihr aussehen wie ich. Natürlich möchte er Gaming von mir hören und das kreuzt mir auch sofort an. Nächste Frage und das ist schon Frage 8 von 10. Wie alt ist Snily? Ich bin 20, aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo das Quiz entwickelt wurde, war ich noch 19. Von daher möchte der Herr wahrscheinlich die Antwort 19 hören. Und das kreuzt mir natürlich auch sofort an. Ich glaube, wir haben bisher jede Frage richtig. Wie heißt Snilys erstes Video? Ich glaube, das hieß mein erstes Video. Und das war's. Nein, es gibt noch eine einzige Frage. Auf was schiebt Snily die Schuld, wenn er von einem Spiel getrollt wird oder sogar verliert? Auf seine Hautfarbe? Auf die zu helle Sonne, auf seine Maus, auf das Schicksal, auf seinen unbequemen Stuhl. Also ich finde meinen Stuhl relativ bequem. Auf meine Hautfarbe würde ich das niemals schieben, hallo? Nur weil ich schwarz bin? Natürlich ist auf meine Hautfarbe richtig, aber das hört sich gerade so böse an. Trotzdem kreuze ich jetzt an und wir kommen zur Auswertung. Und wir haben 10 von 10 Aufgaben richtig beantwortet. Mann, ich kenne mich gut. Im Durchschnitt haben 170 Surfer, die das Quiz gemacht haben, 6,15 richtige Antworten gegeben. Nur 6,15 richtige Antworten, hallo? Zu euch komme ich noch später, wenn es Nacht ist und mich keiner sieht. Okay, wir kommen zum nächsten Quiz. Es gab ja zwei Quiz. Das ist ein Quiz über den YouTuber Snily Snyles. Okay, ich bin bereit. Wie heißt Snily in echt? Alex, John, Peter, Marcite. Oh mein Gott, schon wieder ist jeder einzelne Name falsch, aber Marcite ist schon am nächsten dran. Deswegen klicken wir das an und gehen zur nächsten Frage. Wie alt ist Snily? Du willst die Antwort 19 hören, das wissen wir schon. Weiter geht's. Mit wem spielt Snily öfter Shellshock Live? Mit Mar...
Bossa, German Let's Play, Danny Jesten oder Gronk? Danny. Die Frage total easy. Wie viele Abonnenten hat Snidely Snide? Stand 29.10.2016. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Oh mein Gott, ich habe gar keinen Plan. Ich glaube 141.000. Aber ich weiß es wirklich nicht. Nächste Frage. Seit wann macht Snidely Snides YouTube-Videos? Seit dem 13.06. Das wissen wir jetzt. Weil die Frage kam im Quiz davor auch dran und da hatten wir halt 10 von 10 richtig. Von daher muss es ja gestimmt haben. Nächste Frage. Wie sieht Snidely aus? Oh Gott. Schwarz, blonde Haare und fett. Wow. Der Typ schreibt eiskalt fett dahin. Das ist voll gemein. Asiatisch, schwarze Haare und sportlich. Dünn, weiß, lange, braune Haare. Lange, braune Haare. Schwarz, Muskeln, kurze Haare. Ich glaube, der letzte Punkt passt am besten. Von daher kreuzen wir es mal an. Nächste Frage. Ich denke mal, wir schaffen wieder jede einzelne Frage richtig, oder? Wie viele Aufrufe hat Snidely insgesamt auf dem Kanal? Stand 29.10. Oh Gott, ich habe gar keinen Plan. Ich habe wirklich gar keinen Plan, aber ich denke mal 32 Millionen. Aber das könnte jetzt auch so mies falsch sein. Ich hoffe wirklich, das ist richtig. Warum hat Snidely mit YouTube angefangen? Geld, Langeweile, durch Danny, Aufmerksamkeit. Natürlich durch Aufmerksamkeit. Nein, ich habe durch Danny angefangen. Nächste Frage. Was macht Snidely auf seinem Kanal? Vlog, Beauty-Tipps? Ja, Mann! Ich will unbedingt Beauty machen! Let's Plays oder Kochtipps? Obwohl, Kochtipps könnte man auch machen. Aber ich mache Let's Plays. Alles gut, das ist relativ einfach. Und wir kommen zur letzten Frage. Wie geht Snidely Snides Begrüßung? Das Ding ist, das fragen extrem viele Leute, weil die verstehen es nicht. Ich sag das anscheinend zu schnell. Hallo, ich bin Snidely und heute kommen... das ist falsch. Moin, meine Brothers and Sisters, mein Name ist Snidely Snides und heute zocken wir... Ja, die Antwort ist definitiv richtig, aber trotzdem gucken wir uns nochmal die anderen Antworten an. Tschüss, ich bin Snidely Snides und heute zocken wir. Wieso sollte ich eine Begrüßung mit Tschüss anfangen? Und als letzte Begrüßung haben wir, was geht? Ich bin Snidely Snides und heute zocken wir. Eigentlich ist das letzte auch gar keine schlechte Begrüßung, aber wir bleiben trotzdem mal bei Moin, meine Brothers and Sisters. Und wir kommen zur Auswertung. Ich frage mich... Oh, wir haben nur 8 von 10 Fragen richtig beantwortet. Lol. Das schockiert mich ehrlich gesagt ein kleines bisschen. Ich glaube, das waren die Fragen mit den Zahlen, weil andere Fragen sollten es normalerweise nicht gewesen sein. Trotzdem waren wir relativ gut dabei. Auf jeden Fall, Leute, das war es erstmal mit dem Teste-Dich-Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und bis morgen.